Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute suchen wir wieder einen Teil vom Vorläufermodell und zwar das Integral der Introspektion. Klingt sehr wichtig, aber im Endeffekt brauchen wir eh alle Teile, also in welcher Reihenfolge wir das holen, ist dann relativ egal. Wo ihr die Quest für das Vorläufermodell bekommt, das werde ich euch unten verlinken, genauso wo ihr auch schon die anderen Teile finden könnt. Und ja, ich befinde mich jetzt auch gerade im Stadt der Uhrwerk. Denn ausnahmsweise ist dieses Teil mal nicht in einem Dungeon versteckt, sondern liegt hier ganz offen rum. Wenn wir einmal schauen, ich befinde mich jetzt hier im Westen, so in der Nähe von hier diesem Augensymbol. Und wenn wir es ein bisschen groß machen, wenn ihr nämlich Map-Pins habt, dann wird euch das hier auch schon angezeigt. Hier Integral der Introspektion, also eigentlich total einfach zu finden. Ja, ist es in der Tat auch. Hier oben sehen wir es nämlich schon leuchten. Da ist es! Aber wie komme ich da hoch? Ihr könnt jetzt versuchen, erst auf diesen Stein und dann hoch. Oder auf diesen Stein und dann hoch. Könnt ihr euch alles schenken, kommt ihr nicht hin. Wäre ja auch zu einfach, ne? Ja, das heißt, ihr rennt einmal hier hinter diesen Stein und... Upsi! Nehmt den Weg hier rüber. Also wir müssen hier so ein bisschen rumhopsen. Und dann kommt ihr hier rüber auch endlich dahin, wo ihr hin wollt. Ja, ein bisschen tricky, aber eigentlich nicht schwer. Hier wird es dann auch schon angezeigt, Integral der Introspektion. Halleluja, gar nicht so einfach auszusprechen. Und damit habt ihr schon wieder ein Teil, was euch dem Vorläufermodell näher bringt. Ja, es ist außerdem auch noch eine... Errungenschaft. Hier seht ihr auch schon, welche Teile ihr schon eingebaut habt. Also nicht die Teile, die ihr auch eingesammelt habt. Erst wenn es wirklich eingebaut ist, wird hier der Haken gesetzt. Also ist schon ein bisschen was einzusammeln. Aber ich kann euch nur sagen, es lohnt sich. Das Vorläufermodell ist eben ja so ein kleiner Dummy, wo ihr dann später auch wirklich mal in Anführungsstrichen das Kämpfen üben könnt. Seht, wie viel Schaden ihr macht. Ihr könnt ausprobieren. Weil das Schöne an so einem Dummy ist, der haut ja nicht zurück. Also deswegen, falls ihr diese Quest noch nicht gestartet habt, macht das unbedingt. Macht super Spaß, die einzelnen Teile einzusammeln und zum Schluss dann auch diese tolle Belohnung zu bekommen. Ja, das war's zu dem Integral der Introspektion. Ja, man muss es ein bisschen üben. Wenn euch das Video gefallen hat und hilfreich war, dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow. Und sage damit auch Tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.